Leute und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge hier ein bisschen Zeit damit verbracht, unsere defensive Verteidigungsanlagen zu bauen, ein bisschen unsere Wirtschaft aufzubauen. Nahrung haben wir im Überfluss und ja, Stein hat uns immer ein bisschen gefehlt, weil wir kein Steinvorkommen haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir ganz gut aufgestellt. Und ich würde dann gleich mal schauen wollen, dass wir noch ein paar Ritter ausbilden. Oh ja, 800 Gold brauchen wir dafür noch. Für Ritter brauchen wir natürlich Gold und ja, da müssen wir noch mal ein bisschen sparen gleich. Das kriegen wir aber alles hin. So, wo können wir denn hier noch? Okay, bauen wir das hier noch mal hin. Dann ist die blöde Ruine auch weg. So, Truppen haben wir schon ganz gut aufgestellt hier. Machen wir das mal noch ein bisschen rund. So, unsere Verteidigungsanlagen haben in der letzten Folge auch schon bewiesen, dass sie dem hier standhalten können. Einzig und allein Belagerungswaffen könnten uns gefährlich werden. Hier könnten wir vielleicht auch die Routenstellung nochmal erforschen. Dann ist die Festung auch nochmal um einiges stärker. Und ja, hier können wir jetzt nochmal die beiden Technologien erforschen. Und dann würde ich sagen, werden wir ein paar Ritter ausbilden. So, und für das nötige Gold verkaufen wir einfach ein bisschen Nahrung. Da haben wir echt im Überfluss, Leute. Das wird so schnell produziert mit zwei Mühlen hier. Und selbst da können wir sogar noch das erhöhte Nahrungssammeltempo erforschen. Ja, das brauchen wir hier nicht für den Transportbau und sowas. Finde ich ein bisschen Quatsch gerade. Weil ich hatte eigentlich vor, dass wir mit unserer Armee ein bisschen im Hintergrund bleiben und die Treebox die Arbeit hier machen lassen. Müssen wir mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, hier können wir auch noch Ramm bauen. So, hier haben wir alles erforscht. Ja, die werden natürlich jetzt einige Zeit noch brauchen, bis sie ausgebildet sind. Und da werden wir schon wieder angegriffen. Aber so wie es aussieht, kein Rambock. Versuchen hier einen zu bauen, aber das wird direkt unterbunden, glaube ich. Na, schauen wir mal, ob sie das überhaupt fertigstellen können. Ja, ich baue nochmal 6 Armbrustschützen für unsere beiden Türme hier vorne. Dann schicken wir unsere Armee nochmal raus, stellen den Rambock hier doch fertig. Damit wir dann gar nicht erst unsere Dorfbewohner wieder abziehen müssen zur Reparatur, zerstören wir die mal schon direkt. Ja, wir haben nicht wirklich eine Chance. Unsere Reiter sind auch komplett erforscht und verbessert. Ja,
Na komm, erforschen wir das nochmal. In der Schmiede ist auch alles soweit erforscht. Händler brauchen wir nicht produzieren. Wir haben ja keinen Marktplatz irgendwo in der Nähe, mit dem wir handeln könnten. So, und jetzt geht die Produktion für unsere Ritter los. Ich würde ganz gerne vielleicht hier nochmal einen Stall bauen, damit es ein bisschen schneller geht. So, dann starten wir gleich mal den ersten Angriff. So, dann gehen wir weiter Holz fällen. Und unsere Ritter können dann ganz in Ruhe ausgebildet werden. Und wir versuchen jetzt mal hier mit unserer Armee Richtung Burg zu wandern. So, und hier vorne steht schon der erste Turm. Mal sehen, was unsere Treebox dann hier für Schaden machen. Und vor allen Dingen, was für eine Reichweite die haben. Okay, das ist schon ordentlich an Reichweite. Ich würde ganz gerne noch einen Speer ausbilden, mit dem wir hier noch ein bisschen erkunden. Ja, der Turm ist schnell down. Okay, Nachladezeit ist natürlich ein bisschen da. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht können wir noch einen dritten bauen. So, hier werden wir wieder angegriffen, aber das ist der kleine Trupp, den wir schon kennen. König Johanns Männer stellten fest, dass die Burg durch einen steten Strom von Händlern versorgt wurde. Sie sahen eine Gelegenheit, die Rebellion zu schwächen, indem sie die Burg von ihrer Versorgung abschnitten. Okay, wir sollen hier natürlich jetzt die Burg ein bisschen schwächen, indem wir die Versorgung kappen. Aber mal die Treebox machen. Oh, da stirbt unser Priester. Sollten wir vielleicht nochmal zwei neue ausbilden. So, und mit unseren Rittern können wir hier vielleicht die Händler da ein bisschen erledigen. Okay, Leute. Wir werden jetzt natürlich immer angegriffen. Machen wir das mal so. Und auch hier bilden wir nochmal ein paar Truppen aus. Ritter können wir weiterhin ausbilden. Schön, wenn man Ressourcen im Überfluss hat. Ich bin gespannt, ob das hier reicht. Ob unsere Ritter stark genug sind. Sie sind in der Unterzahl, aber vielleicht haben wir die stärkere Kampfkraft. Das sieht ganz gut aus. Ich hoffe,
So, unsere beiden Priester würde ich noch ganz gerne dazu holen. Die können dann die Armee wieder hochheilen. Die Türme hier sind schon mal zerstört. An den Seiten haben wir noch ein paar Türme. Müssen wir mal sehen, ob die uns gefährlich werden können. Und da seht ihr schon, dass unsere Ritter den Kampf gewonnen haben. Die waren ein bisschen stärker als unsere Konkurrenz. Rochesters äußere Mauern fielen unter dem Ansturm von König Johanns Männern und das Heer wandte sich gegen den Berg. Die Männer von König Johann erreichten das Kloster St. Margaret. Obwohl die Mönche keine Partei ergriffen, versorgten sie die verwundeten Soldaten. Der örtliche Markt war auch offen für den Handel mit Chatham. So, wir haben wieder ein paar Leute hier übrig. Die können sich mal um die Zolls kümmern. Oh, da greifen unsere Treppen jetzt vom Tal an hier. So, ich hätte noch ganz gerne eine weitere Kaserne. Vielleicht hier so ein bisschen hin. So, hier hinter sammeln sich doch schon wieder ein paar Truppen, die wir nicht in den Kampf schicken. Gibt's noch ein bisschen Gold, das können wir einsammeln. Und hier soll es noch umliegende Mühlen geben. Das wollen wir natürlich auch zerstören. So, wir lassen unsere Krieger hier einfach mal reinlaufen. Sieht schon ganz gut aus, wie die das machen. Stetiger Nachschub ist ja auch gesorgt. Und wir haben im Notfall auch noch hier unsere Reiter. Auf jeden Fall noch ein paar Reliquien. Damit ich mal wüsste, wie man die ablegen kann. Okay, vielleicht muss es auch einfach nur in der Nähe sein. Ich weiß es nicht genau. Aber hier war doch irgendwo eine. Da.
Da kann der Priester sich die immer holen. So, und der Priester hier kann sich gleich mal um die heilige Stätte kümmern. Noch sein sollen. Vielleicht da oben nördlich. Oder hier halt noch. Oh, hier ist noch eine Reliquie. Die Ausbildung unserer Truppen aus. Ich glaube, ganz gut. So, und die können wir dann vielleicht auch mal reinschicken. So, hier die heilige Stätte können wir auch noch übernehmen. Ah, hier haben wir einen Marktplatz. Können wir dann vielleicht auch nochmal meinetwegen drei Händler bauen. Ja, bring die mal ruhig zurück hier. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Liegt hier auch irgendwo was? Sieht zumindest so aus hier. Kann jetzt hier aber nichts erkennen. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, ganz gut. Oder auch nicht. Können wir vielleicht mal unsere Truppen hier nachziehen lassen. Sollten unsere Truppen hier fallen, ist das auch nicht so schlimm. Starten wir halt nochmal einen Angriff. Die Männer des Königs entdeckten die Felder, in denen aus den Rebellen von Rochester versorgt wurden. Wenn die Rebellen den Zugang zu ihren Nahrungsvorräten verlören, würden einige von ihnen fliehen müssen. Endlich fiel auch Rochesters innere Mauer, sodass die Königstruppen direkt zum Bergfried vordringen konnten. Genau, wir brauchen einfach nur diesen Bergfried hier noch zerstören, dann haben wir es eigentlich. Ich würde ganz gerne vorher die optionale Quest noch mitnehmen, wenn das geht. Wenn die uns hier nicht vernichten jetzt. Aber ist nicht schlimm. Auch noch mal zwei Treeboks vorsichtshalber. Hier haben wir jetzt ein paar Händler, die können wir mal losschicken zum Marktplatz.
So, genügend Truppen haben wir auf jeden Fall hier ausgebildet. Das sollte nicht das Problem darstellen. Hier haben wir noch eine heilige Stätte. Müssen wir mal gucken, wo wir noch einen Priester haben. Der wird hier beschossen von ein paar Bogenschützen. Und hier haben wir noch ein paar restliche Truppen. Die ziehen wir mal zurück. Ja, dann formieren wir uns gleich nochmal neu und starten den nächsten Angriff. Die Ritter sind echt richtig stark. Ja, zerstört mal noch die restlichen Mühlen hier. Dann können wir unsere Tribox schon mal wieder losschicken. Ihr Angriff auf die Festung. So, hier haben wir die letzte Mühle. Und dann haben wir es geschafft. Als die Vorräte zur Neige zu gehen drohten, ließ der Rebellenanführer seine schwächsten Soldaten ziehen, um mit dem wenigen Essen noch etwas ausharren zu können. Da er unter seinen Untertanen keinen weiteren Zorn schüren wollte, befahl König Johann sicheres Geleit für die aus Rochester fliehenden Rebellen. Ja, wir haben Rochester jetzt die Versorgung abgeschnitten. König Johanns Schlinge um den Hals der Rebellen zog sich immer enger. Und hier ziehen die restlichen Truppen jetzt ab. Ohne Hoffnung auf baldige Versorgung sahen sich weitere Rebellen gezwungen, den Kampf aufzugeben. Ich glaube, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Hier haben wir ja auch noch etliche Truppen. Das sollte kein Problem mehr darstellen jetzt. So, der Beckfried fällt auch gleich. Unsere Tribox machen hier echt guten Schaden. Schöne Mission, muss ich sagen. Ruhiger Aufbau, ein grandioser Abschluss hier mit der Belagerung. Ist schon echt nett gemacht. So, der Bergfried ist gefallen. Die königliche Armee bezwang den Bergfried von Rochester und kontrollierte damit sowohl die Burg als auch die Straße nach London. Während der Kampf um England weiter tobte, klammerte sich ein verzweifelter König Johann an den Thron. Sehr schön, Leute.
Nach langer Belagerung ergaben sich die Rebellen schließlich mit Rochester. Unter seiner Herrschaft kontrollierte König Johann die zentrale Route in die Hauptstadt. Ja. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Bis dahin.